So, herzlich willkommen. Jetzt wollte ich noch mal was zu diesen Regeln hier sagen. Ich habe jetzt mal alle beide ausprobiert, wie ihr sehen könnt. Und ich finde die alle beide sehr lecker. Also gerade mehr scharf. Hier ist die Rückseite von dem einen Riegel. Ja, die schmecken halt schon ein bisschen erdnussmäßig, ne, mit Schokolade. Das ist halt Schokolade mit Kokos. Schmeckt auch sehr gut. Man schmeckt auch das Kokos heraus. Also, das sind auch Kokosstücke drin. Jetzt nicht, dass das jetzt nur Kokosgeschmack ist, sondern das sind die Kokosstücke auch wirklich drin. Ja. Die schauen so aus, jetzt zeige ich euch gerade mal. Ihr könnt sehen von der Konsistenz. Tun sich beide nichts. Aber hier sieht man diese Kokosstückchen, glaube ich. Hierbei schmecke ich die raus auch. Geschmacklich gesehen schmecken beide sehr gut. Ich bin aber so ein bisschen der Kokosfan. Mir schmeckt die Kokosnote sehr gut. Ich bin so ein bisschen mit Erdnüssen überdrüssig geworden. Ja, also das wollte ich einfach mal zeigen im Vergleich. Das sind ja, das ist ja beides vom selben Hersteller, Vegan Power. Ich habe das wahrscheinlich wieder nicht scharf gestellt, aber so, jetzt. Und ja, auf jeden Fall vegan. Hier sind 27% Protein drin und hier 26% Protein. Ist auch sehr gut verträglich, also ich habe ja Fructose und Sorbit und vertragt die Riegel trotzdem sehr gut. Kann ich dir empfehlen, schmecken gut und haben gute Nährwerte. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch alle beide mal direkt in einem Video. Da müssen wir nicht zwei Videos machen für, sondern da reicht ja auch ein Video dann. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss.